Willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Im letzten Part haben wir versucht, uns irgendwie durch den Hexenwald zu schlagen, kam aber nicht so sonderlich gut durch. Dann sind wir hier oben in eine Höhle gegangen. Dort war irgendein großes Bison, Level 12 mit einer Rüstung, was uns da angegriffen hat und Varric und Cassandra sofort getötet hat. Wir sind dann schnell weggerannt. Dann bin ich runter, habe mich dahin teleportiert, bin hier hingegangen über eine zerstörte Brücke. Jetzt haben wir ein neues Gebiet erforscht, die Weststraße. Ja, wir gucken mal, dass wir heute zu diesem Rätsel hier kommen, Astarium-Zeug, und dann das Lager oben machen. Eventuell können wir dann auch zu dem Meister der Pferde gehen. Jetzt erstmal hier runter. Dann auf den Weg. Diese Leute ist gut. Da wird er nicht so viel Spiegel gebracht. Aua. Aua. Töte den Krieger! Jetzt haben wir es Inventar voll, schön. Hat noch so gesehen, jetzt haben wir das Inventar voll. Können wir das eigentlich zerstören? Na, wir müssen mal schauen. So. Mal hier hoch. Muss mal liegen. Wird bestimmt hier irgendwo Mist sein. Oder welche? Hier muss bestimmt irgendwo liegen. Jetzt mal ab, oder? Die wollen nicht zu den Wölfen. Aber du scheiß Arsch. Ihr wart doch zu Anfang der Meinung, unser Herold Andrastes sei in den Angriff auf das Konklave verstrickt gewesen, nicht wahr, Sucherin? Ja. In Ermangelung einer anderen Erklärung schienen die Beweise erdrückend zu sein. Und doch habt ihr eure Meinung geändert. Ihr habt die Stimmen im Tempel doch auch gehört. Ist es denn so überraschend, dass ich ihnen geglaubt habe? Bedauerlicherweise ja. Zu wenige der Mächtigen besitzen den Mut, einen einmal eingeschlagenen Pfad wieder zu verlassen. Sie fürchten, sie könnten dadurch schwach erscheinen. Die Wahrheit ist mir wichtiger als mein Ruf. Und wer auch immer mich der Schwäche bezichtigen möchte, kann es gerne versuchen. Du bist nicht schwach. Im Gegenteil, du bist toll.
bist, glaube ich, auch mit einer der stärksten hier. Oder wenn nicht sogar die stärkste. Die anderen sind alle schwach. So. Nun, Cassie, müssen jetzt irgendwie hoch. Wie soll ich jetzt da hinkommen zu diesem Rätsel? Es müsste doch da oben irgendwo sein. Aua. Dann lassen wir es sein. Lass mir im Rätsel nicht hinbekommen, lass mir das sein. Wir was ist dann hier? Irgendwo. Nee. Okay. Wir haben hier hinten, wo die Wolfies sind. Wifi! Wir sind in der Nähe eines weiteren Artefakts. Die Schutzzauber sind in Kraft. Jetzt dürften sich hier nicht mehr so leicht Risse bilden. Wir müssten es unten da auch machen. Müsste man das hier unten dann auch bei dem Ding machen? Oh, ich hab keine Lust drauf. Gehen wir erstmal zu dem Lager und dann. Nicht angreifen. Viel Chance nichts zu tun. Okay, sind die rot. Ne, die tun uns nichts. Was war hier schon bei denen? Das ist der Meister der Pferde. Cool. Oh, ist doch ganz gut. Ist gut, mein Lieber. Wir tun dir nichts. So, wir gehen erstmal zu dem Lager, das ist da hinten. Und noch mal hier vorne hin. Dies wäre ein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Ja, Schatzi, machen wir. Ah, da. Damit haben wir alle Lager aufgeschlagen, die wir hier aufschlagen können. Super. Und zwei Rüssel. Ja, das ist da jetzt als Quest. Hallo? Na, hier ist keiner.
Wieder ein Brief. Ja, und ein paar Sachen, die da unten jetzt reinkommen. Ja. Was ist das? Absicherung gegen Plünderer, aha. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal da zu diesem Meister Dennett und reden mit ihm. Haben wir sonst noch was hier? Nee, erstmal nicht. Das muss wohl Meister Dennett sein. Ah, da hinten, genau. Okay. Na, wer seid ihr denn? Sprecht mit meinem Vater, falls ihr ein Anliegen habt. Okay, wo ist der denn? Hä? Ich sehe den nicht. Ich sehe hier nur Pferde. Hast du den gesehen, Cassandra? Hä? Senatrin? Hallo? Ron. Sprecht mit dem Meister, wenn ihr hier etwas zu erledigen habt. Ja. Wo ist euer Meister? Ach, hier in diesem Haus. Ja. Obwohl hätte ich mir denken können, das protzigste Haus gehört dem Chef, ne? Das ist er? Das ist er. Moin. Ihr seid also die Inquisition, hm? Ich habe gehört, ihr versucht wieder für Ordnung zu sorgen. Wird ja auch höchste Zeit, dass jemand was unternimmt. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass es ausgerechnet ein Magier sein würde. Die Magie hat Radcliffe schon mehr als genug Probleme beschert. Mein Name ist Dennett. Ich habe Al-Emin 30 Jahre lang als Stallmeister gedient. Wie ich höre, braucht eure Inquisition Pferde. Das stimmt. So ist es. Könnt ihr uns helfen? Im Moment nicht. Ich kann nicht einfach 100 der besten Rösser in ganz Ferelden wie einen Brief verschicken. Jeder Bandit zwischen hier und Haven würde sich auf sie stürzen wie Fliegen auf einen Scheißhaufen. Ihr bekommt eure Pferde, sobald ich weiß, dass sie nicht als Frühstück an einem kalten Wintermorgen enden. Ich nehme eure Bedingungen an. Das klingt durchaus annehmbar. Freut mich, das zu hören. Meine Frau Elena leitet die Höfe und Bronn ist für meine Wachen zuständig. Sie werden euch sagen, was sie brauchen. Und bis dahin verdient zumindest ihr etwas Besseres als diesen lahmenden Ackergaul, den sie euch da gegeben haben. Der Fuchs da drüben ist ein reinrassiger ferelischer Vorder. Kümmert euch gut um ihn. Dann wird er sich auch gut um euch kümmern, Inquisition. Ja. Können wir hier looten in deinem Haus, ohne dass du jetzt gleich uns an die Gurgel gehst? Erstmal ihn beklauen, genau. Knallharten der Oberstadt von Merrick. Aha, haben wir ein Buch von dir gefunden? Zwergi? Ah, draußen. Was ist das denn? Hi. Ah, seine Frau. Ich habe gehört, was mein Mann gesagt hat. Wenn ihr unsere Pferde wollt, müssen unsere Bauern auf den Feldern wieder sicher sein. Seit die Bresche aufgetaucht ist, spielen die Wölfe hier verrückt. Sie machen Jagd auf unsere Leute wie tollwütige Bestien. Kümmert
kümmert euch um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Inwiefern verhalten sich diese Wölfe ungewöhnlich? Normale Wölfe reißen Vieh. Nähert man sich ihnen aber mit einer Fackel und einer Klinge, nehmen sie reißaus. Diese Bestien allerdings, sie sind wie die dunkle Brut während der Verderbnis oder die Toten, die sich erhoben hatten, um uns anzugreifen. Sie sind besessen oder so etwas in der Art. Ich habe schon zu viele Leute an sie verloren. Ich werde nicht noch mehr in Gefahr bringen. Okay. Leb wohl. Einen schönen Tag noch. Dankeschön. Dir auch. Das stört doch nicht, wenn ich hier ein bisschen von deinen Sachen mitnehme. Das war ganz dreist, die Leute geklauen. Varric, würdest du bitte... Dankeschön, mein Gott. Ah, okay, da müssen wir ihn verbessern. Der Meister will nicht, dass ich diesen Flüchtlingen Waffen gebe, solange keine Hoffnung besteht, dass sie sich selbst verteidigen können. Falls ihr aber ein paar Wachtürme errichtet, würden wir alle rechtzeitig vorgewarnt, wenn wieder ein Angriff droht. Nicht tun? Ihr sagtet, ihr wüsstet eine Möglichkeit, den Flüchtlingen zu helfen. Richtig. Es gibt in dieser Gegend so viele Hügel, die Plünderern und Banditen Schutz bieten, um sich zu sammeln. Ich habe auf der Karte einige gute Standorte markiert. Wenn ihr dort Wachtürme errichtet, spreche ich mit dem Meister und besorge euren Leuten Waffen. Okay. Lebt wohl. Was? Das war gerade sehr komisch. Mach das nie wieder, Varric. Nun gut, noch mehr Quests. Was ist das denn? Das ist nicht mehr. Was ist das jetzt? Ja. Ach, das ist dieses Okkulärung-Dingsbums B. Das noch. Was sind denn alle direkt ja hier? So ganz gut. Noch eine Quest. Dahinter irgendwas. Aua. Das hat weh. Hättet ihr Lust, euch an einer meiner Strecken zu versuchen? Ah, rennen. Wir unterhalten uns später. Pferderennen, okay. Nun gut, hier gibt es einiges zu tun, aber ich denke mal, beim nächsten Part werden wir uns mal darum kümmern, dass wir da was machen in der Richtung. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann helfen wir hier dem Hof. Und ja. Sorgen dafür, dass alle hier sicher sind. Bis dann. Tschüss.